Ihr grenzenloses Vertrauen in Gott wurde nicht enttäuscht. Sieh nur, rief Josef plötzlich, eine Oase! Ein kleiner Teich glitzerte in der Sonne und am Ufer spendeten Palmen Schatten. Josef und Maria tranken von dem frischen, kühlen Wasser, nahmen ein Bad und wuschen den Staub der langen Reise ab. Auch das Eselchen trank zufrieden. Dann schlugen sie ihr Lager unter einer Palme auf und fielen in einen tiefen Schlaf. Only 14 more days till Christmas. Make sure to hit that follow button so that you don't miss the next part of the story.